Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal Das Geheimnis des Tees. Mein Name ist Yeming und heute habe ich wieder jede Menge Müll für dich quasi. Denn ich habe mal wieder Lust, hier ein paar Tüten wegzuschmeißen und wir machen ein ausgetrunken Video. Was hat es diesmal alles ins Ausgetrunken geschafft? Ich habe keine Ahnung, obwohl ich es ausgetrunken habe. Und ich greife wie immer random rein und habe hier einen Tee aus dem Live Fufu aus München. Und zwar ein Guifei Tiguanyin, also Konkubine Tiguanyin. Das war ein ordentlicher Tee, hat recht gut geschmeckt. Ich kann mich nicht erinnern an den Tee und dementsprechend ist er wahrscheinlich auch kein Nachkapptee. Sorry. Dann als nächstes habe ich einen Exquisite Alishan Oolong von Sungyi Tee. Dem habe ich letztes Jahr mit meiner Schokoladentee-Bestellung als Probe bekommen. Ich fand ihn okay, ich fand ihn gut. Er hat getan, was er sollte. Er hat kein Tee-High gemacht. Ich kann geschmacklich stach der nicht besonders raus, es wäre ein Alltagstee, aber ich habe ihn ja auch nicht bestellt und ich habe ihn auch nicht im Shop. Die Probe war dementsprechend okay, darf weg. Was haben wir hier? Einen Lishan Xingxing Dongpian vom Tee Kontor Kiel. Dongpians, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Dongpians, die Winterblätter, gehören zu meinen absoluten Lieblingstees. Ich mag die unheimlich gerne. Die sind elegant, die sind sanft, sie sind nicht sehr komplex, aber ich mag diese leichte Eleganz bei diesen Tees. Und dementsprechend hat mir dieser Tee sehr, sehr gut gefallen. Ein Formosa Lishan, also ein Taiwan Lishan aus dem Jahr 2019. Xingxing Cultivar, sehr schöner Tee, 50 Gramm, würde ich wieder kaufen. Sollte ich vielleicht auch nachbestellen, denn Dongpian habe ich nicht mehr. Die sind jetzt, glaube ich, alle. Spannend. Paper and Tea Gaba Oolong. Paper and Tea Tees sind durchweg eigentlich sehr gut. Der Gaba Oolong hat mir sehr, sehr gut gefallen. Er hat mir sehr gut geschmeckt. Er ist sehr süß. Er macht genau das, was er soll. Preis-Leistungstechnisch finde ich den nicht besonders gut. Ich finde ihn ein bisschen zu teuer für die Qualität. Meine persönliche Meinung. Deswegen würde ich ihn nicht wieder nachkaufen. Ich kenne da, und die zeige ich dir auch gleich, preis-leistungstechnisch bessere Tees. Gaba Oolong. Wieder ein Gaba Oolong. Gaba Oolong, diesmal hier waren 80 Gramm drin. Schöne Teedose, darf auch bleiben. Ich stelle die gleich ein bisschen vorsichtiger weg als die anderen. Von Tesen. Der ist meiner Ansicht nach preis-leistungstechnisch wirklich gut. Er ist süß. Er hat das GABA drin, Gamma-Aminobuttersäuren, dieses Relaxen. Ich trinke diese Tees sehr, sehr gerne am Abend. Ich mache nicht ganz so viele Blätter rein, wie ich es beim normalen Oolong-Tee tun würde am Tage. Und ich finde, gerade diese GABA-Tees, die könnten einen schönes Glas Wein am Abend ersetzen. Sie sind relativ komplex, sie sind süß, sie sind dickflüssig und cremig auch teilweise. Und deswegen mag ich die am Abend besonders gerne. Und natürlich, klar, dieses Relaxen, dieses Runterfahren kann man mit einem Gaba-Tee wirklich gut. Preis-leistungstechnisch ist der mit am besten. Nächster Tee. Einen Charcoal Baked Anxi Tiguanyin. Ein Tiguanyin, den ich, also nochmal zur Erklärung. Ich mag Tiguanyin eigentlich gar nicht. Gerade diese hellen grünen Tiguanyin sind oft nicht ausbalanciert. Sie liegen oft mir schwer im Magen, sie machen mir Kopfschmerzen, sie geben mir kein gutes Gefühl. Deswegen mag ich sehr gerne die traditionellen Tees. Dazu gehört dieser hier eben auch. Er ist Kohle geröstet,
baked steht drauf. Er ist kohlegeröstet. Er ist relativ ausbalanciert. Es ist ein Tee für jeden Tag. Nicht speziell, nicht besonders komplex. Man kann ihn trinken, kann es aber auch lassen. Badashan, Shangpu'er. Das sind die Shangpu'ers. Ich weiß nicht, viele von euch wissen es. Ich konnte bis zum letzten Jahr Shangpu'ers überhaupt nicht leiden. Ich kam einfach nicht ran. Ich kam nicht mit ihnen klar. Ich mochte die Strenge nicht. Ich mag die Strenge im Hintergrund nicht. Ich mag dieses Aufdringliche einfach nicht. Und die Tees auf Badashan waren die ersten, die mir gefallen haben. Die haben so eine Wärme, die haben dieses Strenge nicht, die gefallen mir sehr gut, die geben auch eine Wärme, sehr ungewöhnlich, denn Shangpu'er kann ich mir persönlich sehr gut im Sommer vorstellen, aber jetzt im Herbst und Winter gar nicht. Die hier am Morgen getrunken, geben unglaublich viel Energie, auch eine leichte Wärme und die lassen mich so quasi in den Tag starten, also die machen mich quasi einmal wach. Ja, das können die. Die können einen Quick Start in den Tag hinlegen. Badashan, sehr super. Darf hier gleich aufräumen. So, was haben wir hier? Ein Taiwan Mingjian Qilan aus dem Jahre 2011. Eine Probe aus dem Tee Konter Kiel. Schöner Tee. Der Qilan war angenehm. Relativ, ja. Doch, ich mochte ihn sehr gerne. Ich würde ihn nicht wieder bestellen, einfach weil ich einen besseren Qilan habe. Der wird wahrscheinlich dann irgendwann im nächsten ausgetrunkenen Video kommen. Deswegen wäre der nichts für mich zum Nachkaufen. Aber solide, angenehm. Ups, das war ins Licht. Kann man machen. Verdant Tea. Sehr neu habe ich diese Tees gefunden. Das Schöne ist, bei Verdant kann man immer so kleine Teeproben bestellen. A5 Gramm. Und der Zhurong Tee ist ein Schwarztee, Black Tee. Der Wang-Familie aus Yunnan. Hat mir ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Ich fand ihn zu stark, ich fand ihn zu streng. Keine Ahnung, hat mir nichts gegeben. Ging mir auch ein bisschen auf den Magen. Ließ die Süße vermissen. Steht da Hong? Zhu Hong? Nein, Zhu Rong. Okay. Muss man die Zeichen lesen können. Der hier allerdings, der Handfired, den habe ich in zwei Etappen getrunken. Ich habe erst ein Stück getrunken und dann habe ich ihn später nochmal getrunken. Und als erstes dachte ich, oh, schon wieder so einer. Nee, danke. Und dann habe ich ihn nochmal getrunken, habe die Kanne geändert und habe Pfirsich gefunden. Ich habe ihn nochmal getrunken und Pfirsich gefunden. Ergibt das Sinn? Wahrscheinlich nicht. Da waren ganz leichte, fruchtige Noten im Hintergrund. Der war irgendwie ganz sanft beim zweiten Mal. Ich glaube, ich habe das Wasser nicht mehr so heiß genommen. Ich habe es kühleres Wasser genommen und habe tatsächlich sehr angenehme, sehr feine, sehr elegante Noten gefunden. Also den würde ich tatsächlich noch mal probieren. Ein Tianjia Chai. Oh, ich kann es nicht lesen. Hongcha, auf jeden Fall ein Schwarztee. Würde ich noch mal kaufen. Dann ist alle gerade erst angekommen, 8 Monate drauf gewartet und schon alle. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich diesen Tee so feier. Das ist der Wuliang Oolong von Xi'an Tee. Ich habe mir davon, wie viel sind denn hier drin? Ich glaube 50 Gramm. Ich habe mir 100 Gramm davon für den Sommer bestellt. Ich wollte den ganzen Sommer trinken, weil heller Oolong kann ich wundervoll im Sommer trinken. Der kam aber erst Ende Oktober an. Das ist dieser Zeit zu Schulden zu kommen. Corona hat uns alle irre gemacht, hat sämtliche Lieferungen blockiert und dementsprechend hat der einfach mal über 8 Monate gebraucht. Sehr, sehr schade. Ich habe erst ein bisschen geweint und habe ihn dann aber dennoch gefeiert. Also das erste Päckchen, die ersten 50 Gramm sind alle und jetzt sollte ich ein bisschen aufpassen und ein bisschen vorsichtiger sein und den vielleicht mit ein bisschen mehr Bedacht trinken.
trinken. Schöner Tee, grüne Noten, sehr komplex, schöne Blätter, wirklich ein schöner Tee, ein schöner Winter-Frühlingstee. Sehr große Blätter hat er da. Ich mag den wirklich gerne. Also für einen hellen Oolong-Tee ist das ein sehr, sehr schöner Tee. Und der ist quasi hergekommen und war auch sofort alle. Also ich hatte Glück, dass ich den so lange vorbestellt hatte. Ja. Last but not least, vielen Dank an die Schweiz, ein Gauchan aus 2017, ein Shangushu. Sehr spannender Tee. Ein sehr spannender Tee. Ich habe keine Ahnung, wo der herkommt. Ich habe keine Ahnung, wie der Cake aussah. Ich fand diesen sehr spannend. Ich halte nicht meine Nase rein, weil der Geruch ist nicht sehr betörend. Aber was hat er mit mir gemacht? Das ist immer das Spannende. Das Spannende ist, was macht ein Tee mit mir? Und wie bringt mein Tee mich zu meiner Balance? Geht er mir sehr aufs Herz? Macht er mich so unruhig? Manchmal, kennst du, manche Tees, die lassen mich richtig unruhig innerlich werden. Und dann muss ich irgendwas tun. Dann fange ich an, Wäsche aufzuhängen. Dann fange ich an, das Bad zu putzen. Dann fange ich an, irgendetwas zu tun, zu kochen, was auch immer. Dann gibt es Tees, wo ich wirklich in mich sinken kann. Und komplett abschalten kann. Also nicht abschalten, von außen abschalten und mich nach innen zurückziehe und in meiner Welt irgendwie ja, gefangen bin. Gefangen ist ein blödes Wort, aber in meiner Welt aufgehen kann. Also mich nach innen zurückziehe und meiner Welt aufgehen kann. Und dann gibt's Tees, die sind eine Mischung dazwischen. Und genau das war der. Der hat mich unruhig gemacht auf der einen Seite, hat mich aber auch nach innen zurückziehen lassen. Er hat, ist schwierig zu beschreiben, geschmacklich nicht meine erste Wahl. Geschmacklich nicht meine erste Wahl, weiß auch nicht, werde ich auch wahrscheinlich nie wieder kriegen, dementsprechend. Aber es war dennoch, ich habe ihn hiermit aufgenommen, weil es eine sehr, sehr spannende Erfahrung war, diesen Tee zu genießen. So, und ich glaube, ich bin durch. Ich kann jetzt meinen Müll wieder wegschmeißen. Ich kann weitere Tees austrinken und habe da noch einige spannendere Tees hier, die ich so nach und nach aufbrauchen kann. Aufbrauchen, austrinken. Ja, deswegen zum Wohl. Hat dir das Video gefallen? Willst du mehr davon haben? Dann kommentier mal. Und abonniere den Kanal. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit du immer up to date bleibst. Blöd, aber egal. Immer auf dem Laufenden, was hier so passiert. Genau. Bis dahin. Genieß den Tag und nicht vergessen, viel Tee hilft vielen.